Ah, ist das schön. Dieses Gelb, ich könnte es ablutschen. So schön ist das. Ein sehr bitteres Erlebnis. Da hatte ich schon eine verdammte Wut gegen Herrn Beltracchi und wäre mit dem Urteil des Kölner Gerichts nicht so glücklich gewesen. Da wäre mir die Anwendung der Scharia etwas lieber gewesen. He hasn't really brought in anything new. Quelqu'un comme ça devrait faire 10-15 ans de prison, au moins, ferme. Ferme. Un peu avare, peut-être. Il est quand même produit pour, de ce qu'on sait, de quelques millions d'euros. Un peu avare, peut-être. Mais doué et sensible. Leistung, wie nach dem derzeitigen Erkenntnisstand eben nur ein Mann und kein großes Team es geschafft hat, sämtliche vermeintlichen Zentralen der Kompetenz und Macht in der internationalen Kunstwelt auszuschalten, eine nach der anderen. Wie ein schlechter Cowboy-Film. Einer kommt und mäht einen Sheriff nach dem anderen weg. Das ist schon selten so gesehen worden, wie in dem Fall Beltracchi. Es war für uns eine ganz große Herausforderung, diesen Nachweis zu führen. Und das spricht auch für die Qualität der Fälschungen, die er geschaffen hat. Max Ernst fände es nicht lustig. Max Ernst war der Typ, ich habe ihn ja nicht kennengelernt, aber von Film, Fotoaufnahmen, die ich kenne und so, wie er guckt und aussieht, würde ich sagen, er hätte es nicht lustig gefunden. Er hätte gesagt, sperrt ihn ein. Vielleicht.
Das ist also der Beck Aigle in La Ciotta. War ein sehr beliebtes Motiv um die Jahrhundertwende von den Fauvisten. Und ich habe das, ich habe das öfters mal gemacht. Fies und Braak, die haben wir hier zusammengemalt. Es gibt also die gleichen Ansichten von den beiden Malern. Das heißt, die haben hier gestanden, alle beide, das muss man sich vorstellen, nebeneinander wahrscheinlich sogar, und haben das gemalt. Also für mich war Fries zum Beispiel eben der größere fauvistische Maler als Braak und wurde auch direkt sehr teuer, weil die einfach so farbenprächtig sind, weil die so viel Leben ausstrahlen, Sonne, Süden, genau das ist da alles drin. Und natürlich hat der Markt die auch gemacht, diese Preise, das ist klar. Hier kann man sich ganz leicht reinversetzen. 1905, wir haben also noch eine schöne Strecke vor sich. Das sehe ich ja dann heute. Ich weiß, aha, 1905 und wir haben noch 9 Jahre, bis der Krieg anfängt. Und dann geht wirklich die schlimme Zeit auch für die los. Ich habe auch oft überlegt, ob ich eigentlich lieber in der Zeit gelebt hätte. Aber natürlich mit dem Wissen, was dann kam, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, dann hat man natürlich wieder gedacht, nee, lieber nicht. Dann lieber nicht. Das war ja völlig neu. Die sind hier runtergekommen, haben diese Art von Bilder gemalt und das war wirklich neu. Das hatte vorher noch keiner gemacht. Das war toll. Das hätte ich schon auch gerne gemacht. Die Ränder sind super sauber, Leinwand ist etwas dünn, ne? Aber da ist fast keine Farbe drauf, außer hier oben im Himmel ein bisschen, ne? Das ist auch schön, guck mal diese... Ganz dick, glaube ich. Das 19. Er hat hier richtig dick weiß drauf geknallt, ne? Man sieht auch die Schwungbildung hier. Und das ist übrigens eine typische Frühsprungbildung, diese Sprungbildung. Der hat also maltechnisch sehr schlecht gearbeitet. Wahrscheinlich liegt es daran, dass es sehr, sehr viel Bleiweiß war im Untergrund. Und deshalb ist das schon sehr frühzeitig gerissen. Das ist schön. Hm? Hm. Barcelona. Barcelona. Ça vient de Barcelona. Ça vient de Barcelona, monsieur. Ça veut dire qu'est-ce que tu penses? Des années 20? Ouais, je pense, ouais. Années 20-30, ouais. Il y a un beau châssis, ouais, 1920, je pense, ouais. C'est pas cher? C'est pas très cher. C'est 50 euros, monsieur. 50 euros? Ouais. Oh, ça c'est un prix, hein. Ouais. Comme ça. Merci. C'est moi. Ouais. Ciao. Au revoir. Unsere Einkäufe. Die legen wir auf den Tisch hier. Haben wir die ganze Max-Ernst-Kiste entsorgt. Noch ein bisschen Platz. So. Also. Was haben wir denn da Schönes gekauft? Also, warum haben wir das gekauft? Also, erste, wichtigste, man guckt von hinten, wie sieht das aus? Ne? Wie alt ist der Keilrahmen? Dann haben wir hier einen wunderschönen Stempel von einer Kunsthandlung aus Barcelona. Ne?
Haben wir inzwischen schon gegoogelt. Die gab es also schon so um 1920. Dann die Klees. Alles wunderbar. Nicht so viele Löcher drin. Ein ganz kleines nur. Kann man restaurieren später. Und ein bisschen stockdeckig. Das ist eine richtige Tüte dafür. Voilà. Das hier, das war mein Zuhause. Trotzdem würde ich hier nicht wieder hin zurückgehen. Außerdem wollten wir die Domäne eh verkaufen, weil uns das hier alles viel zu groß ist. Das war eine Periode, wunderschön, auch mit den Kindern hier und Freunden. Aber jetzt zu zweit ist es auch einfach zu riesig. Ich denke mal, jeden Tag, den ich jetzt hier verlebe, das ist auch ein kleines Glück. Und es wird schon schlimm, wenn man dann jetzt hier wegfährt und weiß, drei Tage später geht es dann in den Knast. Ne? Wirst du auch im Gefängnis malen? Ja, ja, klar. Hauptsächlich zeichnen, denke ich mal. Ne? Mitgefangene zeichnen. Ne? Ich habe ja jetzt auch ein Atelier in Köln. Und da kann man ja noch arbeiten. Da riecht es ja eh ständig. Ne? Hier fällt es aber in schwer. Ne? Hier tolles Wetter immer und super draußen und Park und schöne Gegend. Da ist man schon abgelenkt. Haben die da immer gesucht? Titanweiß. Voilà, hier ist Titanweiß. Ganz leer. Mais nous, on a pensé que tu achetais de l'art et tu vendais de l'art. Tu vendais quand c'est comme à la bourse. Tu vendais quand c'était cher et tu achetais pas cher. La version que j'avais, c'est que tu avais investi dans des prothèses oculaires aux États-Unis. Oh, bah, celle-là, j'avais jamais entendu. Ah si, il m'a... Des prothèses oculaires. Jacques... Ah non, c'est pas vrai. Jacques m'avait raconté ça. C'est Jacques. Jacques m'avait dit... Ça, c'est Jacques. Je suis parti comme, comme artiste, revenu comme Robin des Bois. Non, il est, il est revenu comme quelqu'un de un génie artistique carrément. Oui. Ah oui, il est revenu comme quelqu'un de extraordinairement artiste. Sur le principe. C'est pas bien. C'est pas bien, j'ai dit, mais sur le fond, on est admiratif. Ah bah, admiratif. Admiration. Totalement. Et même sur le principe. Il m'a acquis des œuvres défaut. Moi, si je suis à leur place, je dis rien, je garde mon œuvre et j'attends. Et si tu revends nos voisins? Ben oui. Bah oui. Ça, c'est Francis. Ça, c'est Francis. Être obligé de vendre la maison, si c'est possible, on va revenir de toute façon. Au pied, au camping-car, au bateau, je ne sais pas. En péniche, je ne sais pas. Je suis en train d'aménager une grande pièce en sous-sol, ça ne te changera pas de la prison. Sous-sol, je ne peux pas vivre sous-sol. Ça me fait trop prison, là, de ce côté-là. Et le petit aussi. Et le petit aussi. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu.
Was wird das? Ja, das haben wir unten angefangen in Frankreich, noch im Winter, als ich noch raus durfte. Das wird die Ansicht unten La Ciotta, bei unten an der Côte d'Azur, okay, ne, bei Marseille. Und das ist die Ansicht einmal von Émile Othon Friesz, 1907. Okay. Und das ist die gleiche von Braque. Wie sind Sie dann zum Fälschen gekommen? Also, Sie können sich ja hinsetzen. Jo, nehmen Sie sich da so einen Rollteil. Was ist das Ding ja? Ich mach mich fertig. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Erstmal so langsam, so mit und mit. Also nicht von heute auf morgen. Ne? Ich habe ja auch nie Malerei studiert, sondern nur Illustration und Grafik, Foto, den ganzen Krempel halt. Ne? Aber eine Frage, ab wann würde es jetzt zur Fälschung? Ja, wenn ich es jetzt signieren würde, ne? Dann wäre es ja schon eine Fälschung. Also das heißt, die Intention alleine ist noch keine? Nö, natürlich nicht. So, wollen Sie es sehen? Ich signiere den. Okay, machen Sie mal. Blind? Nee, das muss nicht sein. Nee, ohne Vorlage. Ohne, dass ich die Signatur irgendwo vor mir sehe. Okay. Mach ich aus dem Kopf. Also, wie heißt der Mensch noch? Émile Othon Friesz. Nee. Ich habe hier so wenig Platz. So. Das ist eine Sache, die macht mir Spaß, ne? Ich meine nicht, dass ich irgendwas nicht malen könnte. Ne? Also ich bin der Meinung, dass ich eigentlich alles malen könnte. Sie sind sehr selbstbewusst, ne? Ja, wieso? Ich kann das. Das ist mein Job. Das hat nichts mit Selbstbewusstsein. Das wäre der Job von anderen Malern auch, die vielleicht nicht sagen würden, ich kann alles. Ich kann das. Sie können alles? Ja. Vermeer? Könnte ich auch malen. Rembrandt? Genauso. Egal was. Leonardo? Natürlich. Gar nicht schwierig. Gar nicht schwierig? Nee, finde ich nicht schwierig. Überhaupt nicht. Aber wir reden hier jetzt nicht nur über das manuelle, technische, sondern wenn ich es richtig verstanden habe, geht es bei Ihnen ja auch darum, dass Sie nicht Sachen nachmalen, sondern dass Sie im Geist von jemandem. Ja, klar. Ich könnte den neuen Leonardo malen. Neuen. Ja, neuen. Ja. Und? Haben Sie mal in Werkkataloge reingeguckt, wo Fälschungen drin waren? Was haben Sie da gedacht, wenn Sie das gelesen haben, dass da jemand sagt, das ist ein Campendonk, wie er lebt und lebt und auch noch einer der schönsten? Ja, hab ich gedacht, ja, hat er doch recht. Ja, dass es kein Campendonk ist? Ja, nun. Und? Ist trotzdem schön. Ja, aber kein Campendonk. Schaden für die Kunstgeschichte, Schaden für den Sie Autor, für die Autorin. Sie mit Ihrem Schaden für die Kunstgeschichte. Ja. Ist mein, natürlich, wenn ich mir versuche, mir wäre das passiert, ich schreibe irgendwie einen Werkkatalog oder einen Aufsatz über ein Bild und hinterher kommt jemand und sagt mir, das ist aber ein Weltraki, das ist gar kein Magritte, würde ich mich, glaube ich, ziemlich ärgern. Mhm. Wenn Sie mal einen schreiben, so einen Werkkatalog, ja, dann kommen Sie einfach mal bei mir vorbei damit. Gut, haben Sie Poussins gefälscht oder Caraccis? Das wusste ich, dass das gab. Also ich habe eigentlich einen Altmeister Zeichnung gemacht. Zeichnung? Mhm.
question of authenticity is at the heart of the art market. It is very important to, for the art market, for the museum world, auction world, to do as much as possible to demonstrate that the works that appear on the art market are genuine. Dans le marché de l'art, quelquefois j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui essaient de gagner l'argent que de d'œuvres même. Il y a beaucoup d'intérêts financiers. Il y a aussi des très très grands volumes de sommes qui tournent. Chaque année, les œuvres battent le record de prix. £9,500,000, £10,000,000. At £10,000,000, £10,000,000 against you. £10,500,000. At £10,500,000 I have here, at £10,500,000. At £10,500,000 and selling at £10,500,000. At £10,500,000, £11,000,000. £11,000,000 is here. Olivier, do you want £11,500? Are you out, sir? Pas de chance? You sûr? £12,000,000 I have here. £12,000,000 is with you. At £12,000,000, with Brett, I beg your pardon, at £12,000,000. £13,000,000 and against you both at £13,000,000 and selling at 13. I'll take £13,200,000. Will you give me £13,500? £13,500,000. £13,700,000. £13,700 I have here. At £13,700,000. I'll take it. £13,800,000. Es gibt eine, sagen, marktimmanente Logik, die Abschreibungen und Kritik und Zweifel bestraft und Zuschreibungen und Euphorie und Anerkennung als Meisterwerk belohnt. Wenn einer kommt und sagt, ich habe hier ein Bild, könnte das von Derain sein. Der Experte sagt, das ist ein Derain. Dann freut sich der Auktionator, der hat ein neues Spitzenwerk. Und dann in die Auktion geben, verdient er, wenn es gut läuft, Millionen dran. Der Experte kriegt eine üppige Provision dafür. Der Einlieferer hat auch Geld. Und der Käufer freut sich, dass endlich mal wieder ein Derain auf dem Markt aufgetaucht ist. Das heißt, es gibt in diesem ganzen System bei allen Akteuren keinen, der möchte, dass es falsch ist. Yours it is, Andy, at £15,200,000. Ça, c'est un von Jalensky. Oui, bon, ben... Andy Warhol faisait des portraits à partir de Polaroid et c'est une dame qui s'appelait Laura de Coppet qui s'est fait peindre, voilà. Vous voyez? Alors, ça, c'est un Renoir qui est... le portrait de sa maîtresse, le dernier portrait qu'il a fait d'une de ses maîtresses. Ah oui. Moi, j'aime beaucoup le Saint Francis. Le Saint Francis. Et toi? Moi, c'est le Renoir. Tu sais ça? Matisse. Un Japanese. Ça, ce sont des objets japonais. C'est pas du tout choquant, je trouve, avec un Matisse. C'est pas... Ça va bien ensemble, je trouve. Pour la caméra, là. Et là, c'était le Campendonk, vous voyez. Le Magritte. Et voilà. Beaucoup moins beau. Beaucoup, beaucoup moins beau. Donc, j'ai toujours vécu à la campagne quand j'étais petite et... bon, cette vache, ça c'est la campagne. Donc, c'était un peu mon enfance, c'est vrai.
Et puis c'était très coloré, j'aimais bien les couleurs, oui. J'étais très intéressée par cette... J'aimais vraiment beaucoup ce tableau. Quand tu as vu que tu m'avais donné un cadeau empoisonné. Pas la première fois. On peut couper tout ça. Oui. Effectivement. Oh. Eh bien, quoi, ben, je... Oh, my husband is drunk. Tous les faux bijoux. Il dit, il dit, allez, Bernard, arrête. Bon. Il dit, puisque c'était un cadeau, oui. Tu m'as fait ce cadeau. Tu devais quand même, puisque tu es un homme extrêmement sentimental, tu devais, qu'est-ce que tu as pensé? Tu as dit, tu t'es dit, pour une fois que je lui fais un cadeau, c'est un mauvais cadeau. Qu'est-ce que tu as pensé? Mais j'ai dit pas de chance. Il a dit. Il se pas, fait que c'était pour pas de chance pour elle, hein? Pas de chance pour c'est, elle. Non, j'ai dit, c'est toujours sur les mêmes que ça tombe. Ce qui est vrai. Non, mais que voulez-vous? L'histoire du cadeau, c'était sentimental. Oh, j'ai été remboursé, j'ai racheté autre chose. Nous aussi, on considère que tout est à tout le monde. Hein. On n'a pas quand on ne fait pas des listes et tout oui, ça. Oui, mais enfin, c'était moi, un j'ai geste. Vu, c'était quand même, oui, en fait, c'était quand même mon tableau. Hein. Oui. Si je l'avais gardé, ce tableau-là, eh bien, je l'aurais pris et je l'aurais mis dans ma chambre ou dans mon dressing, dans un endroit où il y a toutes des photos, des choses comme ça. Donc, c'est, ce n'est plus vraiment la réalité, ce n'est plus une œuvre d'art. C'est là, un objet de décoration. C'est un objet, c'est de la décoration. Oui. Hier sind irgendwelche Fasern hinten drauf, Kunstfasern von irgendwas. Die fluoreszieren soll, siehst du? Ja, schauen wir mal die Kanten. Ist auch bleiweiß. Und das ist eine moderne Grundierung, die sehr stark reflektiert. Auch wunderbar. Man kann auch sehr schön schon sehen, wo die Schichten so sehr dünn sind hier. Ne? Ich werde mit dem hier anfangen. Das ist am vielversprechendsten. Dann kann man jetzt die Farbe runterholen. Ne? Denken los, mitarbeiten. So, jetzt ist die Farbe runter. Die Malerin, die ich da drauf machen will, die hat eine Malschule in Paris, Marie Vassiliev. Und die habe ich auch noch nie gemacht. Die hatte ich eigentlich im Programm, die wollte ich mal machen. Die war mal vorgesehen. Und ist von 1913. Die kann man auch gut machen. Es gibt da also schon extreme Lücken im Werk. Und die hätte man also gut machen können. Ja, ich werde eine Dorfansicht malen in dem Stil hier. Ne? Und dann werde ich die Elemente, die hier in meiner Leinwand jetzt entstanden sind durch das Abwalzen auch noch. Das heißt, diese Linien, die werde ich dann integrieren in die Malerei. Und das, was hier an dickerer Farbe noch steht, das werde ich auch integrieren. Also das ist gar nicht,
Das bisschen Figur, das verschwindet dann in der Malerei. Das wird, ist also dann nicht mehr auffällig. Für mich war Malen nichts Besonderes. Malen war bei uns wie Zähneputzen. Normal, machte jeder. Das hatte für mich nicht diese Heiligkeit, wie viele Künstler eben aus der Malerei oder aus ihrer Funktion, ihrer Tätigkeit eine Riesengeschichte basteln. So war das für mich nie. Mir hat es einfach Spaß gemacht, Freude gemacht und ich habe damit gelebt. Das war einfach Alltag, so wie für meinen Vater auch. So richtig figürliches Malen, Zeichen hat er auch nie gelernt. Ne? Sondern eben Restaurieren von Fresken, falschen Marmor malen, vergolden, falsches Holz. Ne? Alles, was man da so in den Kirchen macht. Ne? Und immer wenn er dann Kopien gemalt hat von alten Meistern, dann hat er mich immer gefragt, ne? Guck doch mal. Also Menschen malen so, das konnte er nicht. Und das erste Mal, das war 1965, da durfte ich dann nochmal seine Farben benutzen und sollte diese Picasso-Kopie malen, Mutter und Kind, aus der blauen Periode. Und da habe ich dann eben keine Kopie gemalt, sondern eine etwas andere Version, weil mir das nicht gefiel, das Bild. Also nicht so richtig, war mir zu trist. Und ich habe das Tuch dann weggelassen und habe das Ganze ein bisschen netter gestaltet. Und dann hat er tatsächlich aufgehört zu malen, eine Zeit lang. Weil er irgendwie keine richtige Lust mehr hatte. Weil er hat, wenn der sowas kopiert hat, hat er da Wochen dran gearbeitet. So pingelig, ne? Ja. Und deshalb denke ich auch heute, eigentlich ist mein Vater schuld, dass ich Fälscher geworden bin. Auf Flohmärkten, also während des Studiums, dass ich da Bilder verkauft habe. Ich habe gemerkt, ich habe ein Auge dafür, welche Bilder gut sind. Ich habe also Gemälde gekauft, quer durch die Jahrhunderte. Habe dann viel gelernt natürlich auch über die verschiedenen Stilrichtungen, verschiedene Zeiten, wie was wo entstanden ist. Das ist die beste Lehre, ne? Sowas suchen, kaufen, restaurieren. Ich habe es dann auch restauriert. Und dann wieder weiterverkauft. Das habe ich einige Jahre gemacht. Das ging auch gut. Also das war spannend, ne? Das war richtig spannend. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, wenn ich ein Winterbild dabei hatte, dass die Händler sagten, zum Beispiel im Drouot in Paris, ja, wenn da jetzt Figuren drauf wären, ne? wenn da mal ein bisschen was drauf los wäre auf dem Bild, dann könnte man da viel, viel mehr Geld für bekommen und dann wäre das auch einfacher zu verkaufen. Problem bei der Sache war, dass die teilweise grottenschlecht gemalt waren, diese Bilder. Und dann konnte man natürlich die Figuren auch nur dem Stil anpassen. Und dann kamen die Händler danach und sagten, ja, das war schlecht gemalt. Da gibt es halt aber nur 1500 drauf. Da habe ich mich dann teilweise geärgert. Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn das so ist, habe ich mir überlegt, wieso malst du es dann nicht komplett neu, ne?
rechte Einbrust hier. Mach ein Bäumchen hier. So. Und aus der anderen Brust mein Haus. So. Voilà. Weg ist er. Ist echt dunkel, ne? Ist auch gut, sonst malt man es tot. Ne? Klar, manchmal denkt man natürlich, wenn man in ein Museum kommt und sieht dann sein eigenes Bild da hängen, denkt man, ja verdammt, jetzt hängt es in allen möglichen Museen rum und keiner weiß, dass es von dir ist. Ne? Denkt man, klar, würde jeder denken. Aber ist doch egal. Ne? Platte ist nämlich unheimlich heiß. Die bringt 400 Grad an der Oberfläche. Da muss man sehr aufpassen. So, das sind die Aufleger. Jetzt kommt das Bild da rein. Normal braucht ein Ölbild, wo die Farbe ein bisschen dicker ist. Zwischen 6 Monate und 12 Monate, bis die Farbe ausgetrocknet ist. Dann ist es trocken, dann ist es alt und dann stimmt auch die Fluoreszenz schon ungefähr. Dann muss man es nochmal bearbeiten. Das sehen wir dann ja. Ne? Voilà. Fertig. Die Grundsituation ist ja erstmal, dass wir also durch den offenen Vollzug die Möglichkeit haben, dass wir zusammenarbeiten können. Dass wir überhaupt arbeiten können außerhalb der Anstalt, ist ja schon toll. Mein Zellennachbar zum Beispiel, der sieht seine Frau 2-3 Mal in der Woche, weil der arbeitet ganz woanders. Wir arbeiten jetzt aber zusammen, dadurch kommen wir morgens hier an, im Atelier. Und dann können wir frühstücken zusammen und dann arbeiten wir den ganzen Tag zusammen. Natürlich ein echtes Privileg. Und abends trennen wir uns dann. Ab der Autobahnabfahrtstelle, wo der Wolfgang sich von mir trennt, geht es eigentlich nur mechanisch die Autobahn entlang. Die Papiere abgeben an der Anstalt, Telefon abgeben, Schlüssel in Empfang nehmen, ab auf die Zelle, ins Bett, Licht aus und Schluss ist der Tag. Das Leben ist vorbei. Wenn ich vorher schon gewusst hätte, was da auf mich zukommt, dann wäre ich da nie reingeraten. Sie hat, na klar, wenn sie mich nicht kennengelernt hätte, wäre sie nie im Gefängnis gelandet. Ne? Aber dann hätte sie auch nicht die letzten 20 Jahre so gelebt. Ne? Ich mache jetzt ein bisschen an den Tattoos rum, ne? Damit die. Sag dir mal eine Tätowiermaschine, kannst du mich weiter tätowieren? Nee, lass mal, ich habe keine Zeit, Andi, für solche Geschichten. Wirklich nicht. Musst du den nehmen? Stell mal vor, ich würde das machen. Da hätte ich bestimmt jede Menge Kundschaft. Bei meinem Ruhm. Aber weniger Fälschungen. Ja, Fälschungen mache ich ja nicht mehr. Aber von mir würden sich bestimmt viele tätowieren lassen. Und dann würden die Kunsthändler denen nachher die Haut abziehen, wenn die versterben. Guck, das machen ja, ne? Ja, klar. Dann würden die Haut dann aufspannen und verkaufen. Da würde ich die Lampen schon losmachen. Als Bilder. Da gibt es eine Story von dem Modigliani, von dem französischen Maler, der einem den Rücken
tätowiert hat. Aber ich machte so einen abstürzende Engelgeschichte. Okay. Also diese Grabsteine auf deinem Rücken, die finde ich schon ein bisschen etrange irgendwie. Ja. Wenn du vor mir gehst, kriegst du auch einen drauf. Ja, ja. Ich gehe nicht vor dir, weißt du? Lieber kurz und intensiv leben als lang und langweilig. Lang und intensiv ist noch besser als kurz und intensiv. Wie bei mir. So. Jetzt, warte, ich glaube, die Position ist schon ganz ein bisschen schräger. Also ein bisschen mehr so, ja, genau. Welchen Beruf er ausübt, das hat er mir nach 3 Tagen gesagt. Ich muss ehrlich sagen, ich war natürlich auch etwas geschockt, sehr erstaunt. Ich meine, man trifft nicht häufig in seinem Leben Menschen, die so eine Arbeit machen. Und das ist halt sein Beruf. Das war ganz klar. Das ist seine Art, sein Leben und sein Einkommen zu sichern, sondern auch wirklich sein Leben zu leben. Das ist vielleicht kann man das auch Berufung nennen. Ich weiß nicht, ob man zum Fälscher berufen ist. Auf jeden Fall war das bei ihm einfach so feststehend. Da hätte ich auch nie was dran ändern können. Und ich fand es auch ganz ehrlich nicht unbedingt erstrebenswert, ihn da zu ändern oder zu verbiegen, weil was er machte, fand ich unglaublich interessant, talentiert, teilweise auch, darf ich ja jetzt vielleicht nicht sagen, auch witzig. Es hat natürlich auch Spaß gemacht, das zu verfolgen und auch zu sehen, was da so manche Sachen, was dabei rausgekommen ist. Endlich mal mit Menschen zusammen zu sein, der diese ganzen Grenzen, die mir immer aufgebaut wurden, dass der die überhaupt nicht akzeptiert, dass es für den auch gar keinen Grund gibt, Grenzen zu akzeptieren. Und bis heute lebt er das weiter, das wird auch nie aufhören. Das ist die Unterkante vom Keller, ne? Nur die Staubflocken, ne? So. Jetzt stupfe ich den da unten rein. Bei den alten Bildern und von vorne guckt dann, hat man hier so ein bisschen so Knubbeln, ne? Wenn man drüber fühlt, merkst du, da ist irgendwie Dreck drunter, Staub drunter, der sich da gesammelt hat. Ne? So, jetzt haben wir wieder den Original Barcelona Dreck von 1915. Wunderbar. So, jetzt ist das Bild fertig. Bis auf den Firnis. Ne?
So, fertig. Das muss ja trocknen. Das ist jetzt Peel da, ne? Wunderbar. Das ist jetzt schön. Naja, jetzt ist natürlich noch nass. Ne? Ich finde das schön, die Leinwand hat nicht mehr diese. Die Leinwand hat jetzt nicht mehr diese Beulen, ne? Die entstehen beim Trocknen. Riecht nicht nach Farbe, kein bisschen. Und auch nicht nach Ofen. Normalerweise müsste man das jetzt, wenn man es ganz perfekt machen will, müsste man es in eine große Kiste packen, ne? Und ein paar hundert Zigaretten abfackeln, wo der Qualm dann reingeht in die Kiste. Dann, ne? Oder man müsste es in der Kneipe aufhängen mal für ein halbes Jahr. Also früher, wo noch geraucht werden konnte in den Kneipen. Dann kriegst du den richtigen Geruch. Ne? Bilder riechen ja nach den Räumen, wo sie gehangen haben. Also manchmal habe ich mir eingebildet, am Geruch zu erkennen, ob ein Bild in Belgien gehangen hat oder in Deutschland oder wo auch immer. Die riechen einfach anders. Ne? For over 40 years, Beltrán etwa 300 Werke von mehr als 80 verschiedenen Artists. Achète le portrait de Flechtheim de Marie-Laurent. Sold for 6 million francs. Verkauft. Sold for 370,000 euros to Dickinson. Sold for $4.2 million. 100,000. Sold. 8 millionen. Varemashita. Ventes en chef. 7 million. 1 million. Brother. Schiller. 1980 für 13.500 Mark verkauft. 1991 für 365,000 Mark. Sold again in 2008 for 500,000 euros. 2004 für 703.244 Euro an Privatsammler weiterverkauft. Sold by Christie's and by Sotheby's. Sold by Christie's and by Sotheby's. In 1986, sold for $25,000. Hollywood star Steve Martin buys for 700,000 euros. Steve Martin sells for 502,936 euros. Sprengelmuseum kauft für 1 Million Dollar. Art Miami. Hudson Galleries. Villa Grisebach. Ich habe selber ja auch nie ein Bild verkauft. Jetzt ich persönlich. Ne? Mir ist es natürlich dann am Anfang unheimlich schwer gefallen, da zu Experten und Kunden zu gehen. Ich habe dann auch schon mal ein Bild einfach nicht abliefern können. Das ging einfach überhaupt nicht. Da hab ich die Nerven verloren und habe es dann einfach versucht, irgendwo verschwinden zu lassen. Aber so nach einer gewissen Zeit, wenn man das so häufiger erlebt hat und auch diese Selbstverständlichkeit oft sieht bei den Experten oder bei den Kunsthändlern, wird der die so alles annehmen, dann fällt einem das immer leichter. Ich wage zu behaupten, dass es einfacher ist, ein Bild zu verkaufen für eine halbe Million als eins für 10.000. Warum? Ja, da glaubt einfach keiner mehr, dass das nicht echt ist. Da, wo Ware gesucht wird, da soll auch natürlich was hergestellt werden, damit gehandelt werden kann. Das ist, ich will damit nicht sagen, dass die Händler jetzt erwarten, dass man ihnen falsche Ware produziert. Aber um jedes Teilchen, was gefunden wird, was verkauft werden kann, sind die auch sehr froh. Da müssen wir noch die Schraubenarten reinmachen. Da rein das Teil. Passt das? Ja.
Also es gibt ja diese zwei Möglichkeiten. Die erste wäre ein verschollenes Bild. Die zweite wäre eine imaginäre Lücke im Werk. Also eine Lücke, die man sich nur vorstellt. Wir haben sowohl das eine als auch das andere natürlich gemacht. Das heißt, das muss ein Bild sein, was nicht im Werkverzeichnis ist, aber trotzdem in der Literatur auftaucht. So, man weiß aber nicht, wo es geblieben ist. Und man weiß auch nicht, wie es aussah. Weil es ist ja auch nicht im Werkverzeichnis. So, also brauchte man eigentlich nur eine schöne Geschichte, die jeder Kunsthistoriker oder jeder Experte, der sich jetzt damit beschäftigt, recherchieren kann. Ja, wir haben denen immer schöne Spuren gelegt. Die sollten ja auch selber was finden. Ne? Das ist eklig. Die Idee kam von meinem Mann. Ich glaube, wir haben uns gerade kennengelernt, ist mein Großvater gestorben, Werner Jägers, nachdem er gestorben war. Und man ihn da auch nicht mehr wirklich angreifen konnte oder verletzen konnte, ist dann diese Mar entstanden vom Großvater, der Kunstsammler war. Aber eigentlich alles andere, was ich um ihn herum erzählt habe, entsprach eigentlich immer der Wahrheit. Ja, mit der Seide, das war ja viel, viel schwieriger. Ja. Jetzt musst du unten anpacken, an beiden Seiten und abziehen. Er hatte schon einige Bilder, aber es sind so, ich würde mal sagen, mehr so dekorative Kunst aus dem 19. Jahrhundert, also keine wertvollen Bilder. Aber er hat sich für Kunst und Malerei schon interessiert. So, fertig. Ne? Tolle Kollektion. Tolle Kollektion. Mhm. Echt? Ne? 5 Millionen, 5,5 Millionen, 1 Million. 1,7 Millionen, glaube ich. 1,5 Millionen. Nicht schlecht, oder? Der Herr Jägers, den die erfunden haben, also es gab ihn ja, aber der Kunstsammler Jägers, den gab es ja nicht. Ja? Der hat ja im Rheinland gelebt und das Rheinland ist jetzt ja ein sehr, sehr gut vernetztes Biotop. Es ist fast nicht möglich, dass im Rheinland eine Sammlung von dieser Qualität anlegt und niemand hat je etwas davon gehört. Und da es den Herrn Jägers ja wirklich physisch gab, nicht als Kunstsammler, aber als Figur, hätte man doch etwas genauer hinterher recherchieren können, wer ist denn das eigentlich? Aus Neugierde einfach. Denn wenn man sich für Kunst wirklich interessiert und begeistert, dann will man doch alles über den wissen. Man sieht oft in Auktionskatalogen von Christie's oder Sotheby's, sieht man schon mal dann alte Abbildungen. Beim Sammler 1900, weiß ich. Das können wir ja auch, ne? Mhm. Mach nicht so. Hast du ein bisschen geschminkt? Nein. Nicht? Warum sollte ich? Guck mich mal an. Die haben sich da nicht geschminkt. Wie macht man das denn? Das ist so ein Häkchen? Guck mal, wie soll das gehen? Dieser Techniker, das fasse ich bin nicht. Guck mal, völlig hier unbegabt. Das hängst du hier so ein und dann schiebst du das. Ach so, ja, das wusste ich nicht. Wie hast du das gemacht? Okay. Ja, sieht komisch aus. So? Ja, ist okay. Ich mache jetzt erstmal die Kamera los hier. So, ich mache mal jetzt das hier gleich. Mhm. Und gleich gehe ich rüber. Mhm. Und mache eine Aufnahme von da vorne. Dann setze dich schon ein bisschen gerade hin, ne? Okay. So? Ja. Wir haben ja dann zwei Fotowände gemacht. Bei dem einen Bild haben wir es ja so gemacht, dass nur von mir gemalte Bilder drauf waren. Und bei dem anderen war es eine Ausstellung, wo nur ein Bild von mir zwischen den anderen Bildern hing. Das war ja ganz nett. Der Léger halt. Bin ich bis heute stolz drauf. War eine super Nummer. Die haben auch niemals wirklich rausbekommen, auch das LK nicht. Ne? Die haben, also an diesem Foto sind die verzweifelt. Das wussten die nicht. Wie kann das entstanden sein überhaupt? So, jetzt noch eins von hier. Die Hände so? Ja, aber nicht zu verkrampft, so die Hände.
bist mir so locker, genau. Und eins, und zwei, und eins. Okay. Es gibt einen magischen Moment in der Literatur, wo jemand eine Geschichte liest oder hört und er vergisst, dass es Fiktion ist. Er vergisst, dass das Fiktion ist, er glaubt, was er da liest. So wie das Kind, das ein Märchen erzählt, bekommt, in diesem Wald ist. Das weiß nicht mehr, dass das die Brüder Grimm sind, das ist beim bösen Wolf. Und das kann bei Drakia auch. Der hat denen eine Geschichte erzählt und die alle, die sie hörten, wollten dieses Märchen glauben. Die wollten, dass das auch die Wahrheit ist. Sie waren gebannt von dieser Geschichte vom Onkel Jägers. Ich habe Werner Spieß in Z getroffen. Ich hatte dort ein Zimmer reserviert, im Rome Hotel, in dem er auch mit seiner Frau übernachtet hat. Dann habe ich ihn am Morgen im Hotel mit seiner Frau abgeholt und wir sind in die Domäne gefahren. Werner Spieß ist ja nicht nur jetzt Experte Max Ernst, er ist auch für Arbeit von Picasso zuständig. Also man hat jetzt nicht direkt Angst vor ihm, aber als Koryphäe ist das natürlich wirklich jemand, den man unglaublich respektiert. Ne? So dieses Wissen wollen, funktioniert das wirklich? Unglaublich spannend. Und der Reiz, das so zu erfahren, ne? Wie das vor sich geht, der war ungeheuer groß. Größer noch als die Angst. Das ist halt immer so wie der erste Schultag. Ne? Oder wenn man seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Jeder kennt das. Die heißen Ohren, bisschen Herzklopfen, nasse Hände und dann versuchen eben möglichst cool zu gucken, dass der Lehrer nichts merkt. Ne? Allerdings war es ja jetzt nicht so schlimm. Er hatte das naturwissenschaftliche Gutachten ja schon gesehen. Wo man mit so einer Geschichte aufwartet, fragt man sich natürlich, wie reagiert der? Kann ja auch sein, dass er dir sofort im ersten Moment sagt, so geht das aber nicht und das nehmen Sie sofort zurück oder ich akzeptiere das nicht oder regt er sich furchtbar auf. Man weiß es nicht. Ne? Er hat sich dann hier im Haus das Bild angeschaut, das hing da drüben in der Ecke an der Wand. Und wir haben gut Stunde, anderthalb hier gesessen, über das Bild gesprochen, über Max Ernst gesprochen, Kunst im Allgemeinen, hat sich dann noch so alles angeschaut, was hier im Haus an Kunst hing. Dann sind wir wieder nach Set zurückgefahren, essen gegangen, haben uns dann den Blick über Set nochmal angeschaut und dann hat er sich mit seiner Frau wieder in den Zug gesetzt und ist wieder nach Paris. Er hat die Expertise ausgestellt. Und das Bild ins Werkverzeichnis aufgenommen. Das war's. Die Rolle von Werner Spieß ist eine sehr tragische. Werner Spieß hat in diesem Verfahren große Fehler gemacht. Er hat sich in mehreren Fällen täuschen lassen, hat die Fälschung nicht erkannt.
Werner Spieß hat dafür dann aber auch noch enorm hohe Provisionszahlungen in Empfang genommen. Das Ganze auch noch auf ausländischen Schwarzgeldkunden. Diesen wichtigen Punkt, den hat er uns leider in der Vernehmung nicht gesagt. Stattdessen werden dann noch zu späterer Zeit die Fälschungen, die in Verkehr gebracht wurden, für Ausstellungen in Stockholm und in Humlebeck in Dänemark angefordert. Da sind Punkte, wo ich sage, das hätte so nicht sein dürfen. Toll. Da? Mhm. Das ist klasse, ne? Also die Treppe ist schon gebringend, ne? Kannst du sagen, was du willst. Die ist einfach klasse. So, ja, okay. Super. Hast du? Ja. Okay. Geh mal. Na, geh doch. Ja, ich gehe ja. So, jetzt die Unterseite. Was war, was liegt da? Hast du die Rolle? Scheiße. So, okay, super. Gut. Dann mache ich jetzt ein Täubchen rein. Macht ihr da immer. Okay. Weiß ich nicht. Jetzt nageln wir das an die Wand da. Damit wir, das nicht so einstaubt. Damit es nicht so einstaubt über Nacht. Oh, das wird ein richtig tolles Bild, ne? Das wird schon der schönste Max Ernst, den ich je gemacht habe. Ja, sag ich jedes Mal. Das sieht ja wild aus hier mit dem. Um solch ein Bild zu malen, muss man kein Genie sein, ne? Sondern aber um die Idee zu haben vielleicht. Die Idee, boah, ich meine, die Idee, ein Fußbodenbrett abzupausen, hatten auch schon andere, ne? Wer denn? Ja, keine Ahnung, aber ich denke mal schon der eine oder andere. Das ist nicht so, so weltbewegend, ne? Ja, ja, eine Idee macht noch keinen großen Maler, ne? Also Max Ernst ist kein Genie? Nein, Genie ist halt für mich nicht, ne. Fertig. Wenn Max Ernst der Erste war, und er war ja der Erste, sagen wir jetzt, und ich habe es nachempfunden, aber ich habe es ja vielleicht dann sogar besser nachempfunden. Mein Wald ist ja eventuell sogar schöner, besser, wenn man es jetzt bewerten will. Ja? Weil ich eben auf seinem aufbaue. Hier muss ich etwas einflechten. Ich hatte immer in meinem Leben einen gewissen Jungfräulichkeitskomplex vor weißen Leinwänden. Wenn ich mich vor eine weiße Leinwand hinsetzte, um
darauf, etwas anzufangen, etwas zu malen, so war es mir einfach nicht möglich, den ersten Klecks dahin aufzubringen. Ich musste irgendein Mittel finden, das zu überwinden. Und das fand ich damals, 1925, an einem Regentag, allein in einem kleinen Gasthof am Meeresstrand. Ich starre auf den hölzernen, von vielem Schrubben ausgewaschenen Fußboden und bemerke, dass die Maserungen sich in Bewegung setzen. Um die Meditation zu unterstützen, nehme ich von den Brettern eine Reihe von Zeichnungen ab. Wahllos lasse ich Papierstücke auf den Flur fallen und reibe dann mit schwarzem Bleistift darüber. Ich bin überrascht durch die plötzliche Steigerung meiner visionären Fähigkeiten. Innovation is at the heart of the values of art or the displays in museums. So to take the more modern side, Malevich made the first black square. Now, we can all paint a black square, but Malevich was the first one to do it. That was the key moment in the development of abstract art. So people who come afterwards do not have the same artistic worth or value, much less someone who decides simply to fake a Malevich. So. Ja, da noch ein bisschen. Muss ich mir hier so durchlaufen? Gut. Weißt du, was schade ist? Dass ich da jetzt keine 5 Millionen für kriege. Das ist echt schade. Haus gebaut und noch eins, machen andere doch auch. Ist doch nicht größtenwahnsinnig. Nur weil ich jetzt 1000 Bäume gepflanzt habe, war doch schön. We'll be right back.
Also wir wussten ja schon, das, was kocht, das wussten wir ja schon ein Jahr lang. Ich war ja zu der Zeit auch mit den beiden in Frankreich. Ich habe auch meinen Vater jetzt gefragt, von wem sind diese Bilder, die du gerade verbrennst? Und dann hat er gesagt, ja, von mir. Aber ich habe es einfach nicht geglaubt. Also ich konnte das so gar nicht begreifen alles. Wir wussten erstmal gar nichts davon. Wir wussten natürlich, dass unser Vater Künstler ist, aber hatten halt immer den Eindruck, dass er nicht so sonderlich viel arbeitet, sondern halt eher, er hat erzählt, er handelt halt mit Kunst und das schien ja ganz gut zu klappen, so uns an unserem Umfeld gemessen halt. Da stand ja immer nur ein Bild, für was er halt so nebenbei gemalt hat, was für uns sichtbar war und ja, dann ist das halt schon so, dass man sich denkt, ja, irgendwie ist der faul und macht halt nichts. Ich habe mich halt schon gefragt, wie kam das dazu, dass wir dann nie was von mitgekriegt haben? Also ich habe mich auch selber ein bisschen dumm gefühlt, naja, dass ich das die ganze Zeit nicht realisiert habe. Im ersten Moment denkt man natürlich ja, was wissen wir eigentlich über unsere Eltern? Immer noch den Katalog von Lempertz. Mit dem Bild mit den roten Pferden. Das war ja der Auslöser der ganzen Affäre. Heinrich Campendom, rotes Bild mit Pferden. Oder wie heißt das noch? Rotes Bild mit Pferden, ja, 1914. Schönes Bild. Galt als der schönste Campendom bis dahin. Also war auch der teuerste, der je verkauft worden ist. Hat fast 3 Millionen Euro gekostet. Auf der Rückseite war noch eine Studie. Ja. Und dann gab es eben, wie gesagt, dieses Label von Flechtein, was dann plötzlich auf einmal nicht mehr echt war. Dabei gab es das schon 20 Jahre fast. Ne? Und das war eine Auktion 2006. Und da fing die Sache an zu brodeln langsam. Ne? La personne qui a acheté ce tableau est une personne privée. C'est un des plus importants clients de notre galerie. Il m'a juste appelé le lendemain de la vente, donc le 30 novembre 2006,
en me demandant de m'occuper de la transaction. Et c'est là où j'ai vu la photo de la peinture. La peinture, même, j'ai vu beaucoup plus tard. Première impression, une extraordinaire pièce d'une rareté extraordinaire qui réunissait tout ce qu'on a meilleur de Campine, donc. Dans le catalogue, il y avait pas d'illustration, il n'y avait pas de détails techniques, il y avait juste un titre très large, Rotz built mit Pferden. Rien d'autre. Kurz danach traf ich noch einen Museumsdirektor, der mir sagte, na endlich mal ein hervorragender Campendonk. Also ich glaube, dass dieses Bild schon sein Meisterstück gewesen ist. Er hat nicht einfach Bilder gefälscht, sondern er hat in Lücken in der Literatur hineingemalt. Der Trick ist nicht jetzt so unbedingt neu. Je pris contact avec Maison Lamperts et je dis qu'il nous faut absolument un certificat de l'expert de Campendonk. Haben gesagt, bitte schön. Frau Beltracchi hat sich in der Sache dann sogar sehr bemüht bei der Werkverzeichnisbearbeiterin und die sagt, ich möchte eine Laboruntersuchung, die ist gemacht worden sogar. Heute nicht, wie viele Fälschungen er nun wirklich erschaffen hat und wie viele Fälschungen in Umlauf sind und wo sich die Fälschungen vielleicht überall befinden. Und das ist ein Geheimnis, über deren Preisgabe er selbst entscheidet. Und das macht ihn interessant und diesen Wert, den nutzt er sicherlich auch. Also entstanden sind ungefähr 300 Bilder und Zeichnungen. Im Zeitraum von 70 bis 2010. Ich hätte 2000 Bilder malen können und der Markt hätte sie aufgenommen. In some ways, Beltracchi is a good case in point. Here was somebody who was highly motivated to try and get it as good as possible. He may have got it sufficiently good to fool people for a while. But in this case, there were two pigments that came up very early on, which threw up considerable problems. One was a titanium dioxide white pigment. The other was what's called a thalassinine pigment. Both of them have issues for paintings from this particular date period. Ich habe mich gewundert. Ich habe gedacht, verdammt, wo kommt dieses Titanium her? The concept of the perfect forgery is an interesting one, and it's myth, not reality. Dass ich gerade bei dem Bild eben nicht selbst gemachtes Weiß genommen habe, sondern eben die Tube. Eigentlich reine Faulheit, ne? Wenn das Bild wirklich falsch ist, das kann doch gar nicht sein. La communication de Monsieur Hanstein et couple Bertracchi a commencé par un faux. C'est-à-dire qu'en 1995, le couple a amené le tableau de Hans Pullman, qui était peu avant la vente retiré, car l'expert, qui est Madame Pullman, a clairement déclaré que le tableau est faux, il s'agit d'un faux. Donc l'impère s'est retiré le tableau. C'était le premier contact de Monsieur Hanstein avec soi-disant le collectionneur. Ja, wir sind Opfer von einem super raffinierten Betrüger geworden, wie viele andere Kollegen von uns auch. Dass das kein nicht vergnügungssteuerpflichtig war, brauche ich nicht zu erwähnen.
Il y a derrière chaque toile, surtout qui était produite au début du siècle passé, il y a tout l'univers qui est derrière. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne, en Europe, à la veille de 1914? Les peintres et le Campendonck, bien sûr, ont pressenti cette tragédie à venir. C'est pas qu'une belle présentation des chevaux. C'est toute la tragédie qui est derrière. Et c'est toute l'audace aussi de peintre de pressentir ça, de laisser passer à travers de soi-même cette tragédie, de la vivre et de la peindre. Et quand on découvre que... Enfin, il n'y a pas ça derrière. Il y a juste une belle représentation dans le style de... Il n'y a pas de tragédie, il n'y a pas de larmes, il n'y a pas de tout contexte historique qui accompagne chaque tableau, surtout au début du XXe siècle. Zu schwer auf dem Glas, müssen neu sein. Wir wollten runter essen gehen ins Restaurant und dann sind wir den Berg runtergefahren und wurden dann von ein paar Gruppenmannschaften festgehalten, aufgefordert auszusteigen, sich ans Auto zu stellen. Also mit Waffen und Hunden. Was eigentlich total übertrieben war. Also sie wussten, mein Vater ist jetzt nicht irgendwie gefährlich. Wir standen halt im Regen da. Neben dem Auto und der Polizist meinte dann ja, haben Sie einen Führerschein? Ich so, ja, ich habe einen Führerschein. Ja, dann können Sie das Auto nach Hause fahren. Und dann habe ich das Auto in die Garage gefahren. Ich hatte einfach Angst, dass sie, für meine Eltern auch. Ich wusste ja nicht, wie lange kommen die jetzt weg, kommen die morgen wieder, in der Woche, in einem Monat, in einem Jahr. Und da hatte ich halt einfach Angst vor. Ja. Was natürlich auch wunderbar ist und dieses ganze gesamte Haus kennzeichnet, ist, dass man eben überall durchblicken kann. Viele Leute machen das nervös, uns natürlich aber nicht. Ja, wäre schön, wenn das jemand kaufen würde, der das versteht. Aber es kann uns eigentlich auch egal sein. Ne? Der soll machen, was er will, meinetwegen alles zumauern. Nach wie die Sintflut. Ja. Der materielle Schaden, den Herr Beltracchi verursacht hat, soweit es unser Haus betrifft, der wird sich ja in Grenzen halten, weil im Rahmen der Ermittlungen die Immobilien von Herrn Beltracchi zugunsten unserer Kunden beschlagnahmt worden sind. Und die stehen jetzt unmittelbar vor der Verwertung. Und so glaube ich, dass die Kunden von Herrn Patz schadlos aus der Sache herauskommen werden. Meiner Frau mir war auch durchaus klar in den letzten Jahren, dass das irgendwann nicht mehr gut geht. Das haben wir einfach gefühlt. Das konnte nicht mehr gut gehen. Wir wollten auch eigentlich aufhören. Ich wollte aufhören. Ich hätte ja gedacht, die letzten zwei Bilder, das wären noch mal 10 Millionen gewesen. Das war nicht schlecht. Die wollte ich eigentlich noch machen. Ich hätte mir so gern Palazzo in Venedig gekauft. Da war ich richtig geil drauf. Und da hatte ich mir überlegt, was machst du noch und dann ist Schluss. Ja. Ja, dann habe ich den Palazzo in die Zelle getauscht. Meine Briefe, das sind alles meine Briefe. Das sind alles Wolfgangs Briefe. Acht
8000 Seiten. Jeden Tag geschrieben. Jeden Tag. Guck mal hier, das war schön, ne? Hat mir meine gefangenen Bonbon geschenkt. Ein Herzbonbönchen. Hab ich natürlich meinem Mann direkt weitergeschenkt. Meine Zelle sah genauso aus wie die Zelle meines Mannes. Er hatte die gleiche Blickrichtung, er hatte den gleichen Tagesablauf, andere Beamte, männliche Gefangene. Aber ansonsten war es eigentlich fast identisch. Wolfgang ist eigentlich sowieso ein viel stärkerer Mensch als ich. Hoffnungslosigkeit existiert bei ihm gar nicht. Der hat mich mit seiner Einstellung zum Leben und mit seinem Willen zum Leben und seinem Willen, das hinter sich zu bringen, hat er mich da auch immer weiter nach vorne gezogen. Sonst hätte ich das nicht geschafft. So stark bin ich nicht. Unsere Arbeit ist es im Moment, an einem Buch zu arbeiten, unsere Geschichte zu erzählen und auch wieder ja, so einen ganz normalen Tritt zu fassen, indem man das, was man wirklich kann, dass man das ausnutzen kann, um wieder nach vorne zu kommen. Man kann ja auch eben kreativ arbeiten, indem man da vielleicht auch die Gesetze einhält. Ne? Wie geht's Ihnen? Gut, danke. Ja. Und Ihnen? Ja, den Umständen entsprechend. Wie oft sind Sie hier? Ja, jeden Tag. Jeden Tag? Eigentlich jeden Tag, ja. Aber es ist trotzdem nicht angenehm, ne? Ja, gut. Also, was man immer so in den Zeitungen liest. Ne? Naja, es soll ja auch eine Strafe sein, oder? Ja, genau. Ich fühle mich auch ganz schön bestraft. Gut. Ja. Was haben wir hier? Ja, das ist auch eins von meinen Bildern, aber auch noch nicht fertig. Aha. Von mir gibt es immer nur unfertige Bilder. Wie kommt das? Das kommt daher, weil ich ja eben immer habe stehen lassen. Oder ist das die Angst davor, dass nee, das nein, das war in dem Zustand, als ich verhaftet wurde. Und war halt noch nicht fertig. Ne? Und das hat auch mit diesem Inquisitionsthema zu tun, an dem ich halt damals gearbeitet habe. Ne? Aber was haben wir hier? Einen gestürzten Engel? Ja. Sie haben es mit Engeln. Ja. Engelsflügel sind für Sie. Hatte ich schon immer, ja. Ich denke, das hat damit zu tun, dass ich immer schon als Kind mich in den Kirchen da rumtreiben musste mit meinem Vater. Aber das scheint Sie ja besonders angesprochen zu haben. Ja. Was spricht Sie an einem Engel an? Ja, das ist für mich irgendwie ein Engel, ein Stück Hoffnung vielleicht, eine hoffnungsvolle Erscheinung, sowas in der Richtung. Ja. Ich bin jetzt nicht streng gläubig, aber ein Engel, das wäre für mich ein Symbol dafür. Für Hoffnung? Ja. Wie weit ist es von der Vollendung? Ah, das ist noch viel Arbeit. Weil da kommt noch ein Rand hier auch. Und in der Fläche selber ist auch noch mal, also dieser ganze, nennt man das Konfetti, das ist teilweise auch golden. Also das, glaube ich, ein Großteil des Publikums will natürlich die Fälschungen sehen. Ja. Also praktisch Ernst Beltracchi, wo man eben sagen kann, das ist ein Ernst irgendwo und gleichzeitig ist es aber auch ein Beltracchi. Das heißt, man hat gleich zwei bekannte Namen. Da gibt es auf jeden Fall, glaube ich, einen ganz großen Markt. Und das andere ist natürlich die Frage, was Sie dann anschließend als Wolfgang Beltracchi auf den Markt bringen werden. Ich glaube, da liegt die Latte hoch, weil die Leute da jetzt ganz bestimmte Erwartungen haben. Und da weiß ich nicht, was sie da vorhaben, dann rauszugeben. Von daher würde ich mal sagen, das ist die sicherere Variante, weil sie da einfach was haben, was die Leute kennen und was sie auch haben wollen. Und bei dem anderen wäre ich neugierig, was sie da dem Markt anbieten wollten. Aber da wäre ich skeptisch, ob sie damit so viel Erfolg haben. Hier weiß ich nicht, ob die Leute dann nicht sagen, ach, so sieht das aus, wenn er selber malt. Nee, dann hole ich mir lieber den Ernst Beltracchi. Ja, so sehe ich das auch. So sehe ich es sogar auch. Ja. Aber wie viel Herzblut steckt da drin? Also Herzblut sowieso gar nicht. Gar nicht? Nee. Das macht mir einfach nur Spaß, das zu machen. Und Herzblut steckt nur in meiner Frau und meinen Kindern. Okay. Ich sehe das pragmatischer. Also haben Sie eigentlich doch ein distanziertes Verhältnis zur Kunst? Ja. Ja. Ja, das kriegt man ja wohl, wenn man da immer mit zu tun hat, oder? Mit dem Kunstmarkt oder mit der Kunst? Mit der Kunst, mit dem Kunstmarkt. Mm-hmm.
Ich will nur 20.000 oder 25.000. Mal gucken, ne? Was sich so ergibt. Aber drunter nicht. Drunter ist nicht. Ist ja schon auch Arbeit. Voilà. Ist leider nicht fälschungssicher. Ist mir aber auch wirklich egal. Ich habe lange darüber nachgedacht. Oder ich habe darüber nachgedacht. Warum sollen meine Bilder fälschungssicher sein? Ne? Lass du sie doch ruhig fälschen. Ne? Ich muss doch eigentlich der Letzte sein, der sich dagegen irgendwie pikiert, oder?